Boah, das war doch gerade irgendwie schön, oder? Mal so zu hören, was Shepard alles schon gemacht hat in diesem Universum, war irgendwie nett. Es muss ja nicht immer alles auf einer persönlichen Beziehungsebene hinauslaufen. Es ist ja auch viel schöner, wenn man manchmal einfach diese freundschaftliche Ebene pflegen kann. Und das ist ja auch so wertvoll. Viel wertvoller als alles andere manchmal. Tja. Ja gut, nach diesem kleinen emotionalen Ritt geht es erstmal runter. Zur Citadel, wahrscheinlich. Ja, nämlich noch ein kleines Missionchen auf der Citadel abzulegen. So, aber da müssen wir natürlich erstmal wieder zurückfliegen. So. Oh, wir haben bald keinen Treibstoff mehr. Vielleicht mal was kaufen oder so. Ja, das reicht. So, okay, weiter geht's. Ninma-Cluster sind wir gerade. Können wir mal sehen, wo wir schon überall waren, aber leider wird das auch nicht so. Ist das nicht so ersichtlich, wo man schon war und wo nicht, außer wenn da jetzt 100% dran steht, ne? Alles noch ein bisschen suboptimal. Wir fliegen zur Citadel, Freunde. So, dann wollen wir mal den Salarianischen Ratsherr treffen. Das ist unser Ziel heute. Oder haben wir noch gar andere Ziele? Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Oh. Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Stellen Sie durch. Shepard, die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen und bin jetzt bei einer Lagenfront auf dem Präsidium. Hat Ashley es geschafft? Wir wurden getrennt. Sie sagte, sie müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker, nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Zu Befehl, Commander. Oh Mann. Was nun? Ich wollte mal ganz kurz gucken. Panzerbrechende Munition, Betäubungsschuss. Wir brauchen theoretisch nicht Edi und Garrus gleichzeitig benutzen, oder? Verteidigungsmatrix. Tauschkörper. Er hat Brandmunition, Splittergranate. Finde ich jetzt nicht so interessant, aber er hat auf jeden Fall auch die Schrotflinte. Sollte er vielleicht mal dann kommen, ne? Eine fette Schrotflinte. So, dann nehmen wir nochmal mit hier den Javik oder nehmen wir mit den. Nehmen wir mal die Edi mit. So, auf geht's. Na, gucken wir nochmal ganz kurz hier. Genau, er hat ja die hier, aber wollen wir ihm jetzt mal die hier geben? Könnte ja ganz lustig sein, oder? Bisschen mehr Munition da. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz hier was richten. Schaden. Boah, Schaden haben wir eh schon genug. Da müssen wir eigentlich ein bisschen mehr Präzision rausholen, ne? Genau, so sieht das doch ganz gut aus. So, und hier ist alles klar, denke ich mal. Bei uns ist auch alles klar soweit. Ist das okay so mit der Mad Dog? Ich weiß nicht. Artikelgewehr, Vindicator. Ja,
Komm. Machen wir mal Go, oder? Machen wir mal Go hier, würde ich sagen. Nachdem wir Verbrennung mal ein bisschen aufgepimpt haben. Hier erhöht den Schaden von Verbrennung. Wirkungsradius. Ja, komm, machen wir mal hier. Rang erwerben. Bisschen mehr Bums hinter dann. So, was geht jetzt ab hier auf der Citadel? Cerberus greift an, oder was? Boah, Cerberus hat den C-Sicherheitsrat eingenommen hier. Ja, klar. Haben die auch tatsächlich vor, die ganze Citadel zu übernehmen, oder was? Oh nein, Bailey, scheiße! Okay, Leute, ich habe gekämpft! Sofort in Deckung! Schnell, 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 komm, komm! Sir! Wir müssen ihm helfen. Okay, los, los, los. Wo seid ihr, Schleimscheißer? Oh, fuck, 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 fuck. Wir stehen jetzt ziemlich offen. Den haben wir, den haben wir. Jetzt aber hier. Boah, nice. Ja, unser neues Sniper ist ganz witzig. Macht Spaß. Ist aber wahrscheinlich nicht so stark wie die andere natürlich. Dafür ist die Feuerrate höher. Hammer, hammer, hammer. Ja, theoretisch ist sie gut. Weil wir haben 3 Schuss und wenn wir alle treffen würden, wäre der Gegner tot. Genauso wie bei der einen, ne? Aber wenn nicht, dann ist halt das Schwachsinn. Dann ist sie eigentlich zu schwach. Ja, wir müssen zu Bailey. Schnell, schnell, schnell. Wir dürfen jetzt hier eigentlich nicht rumeiern. Hey, können wir was machen? Scheiße, Bailey, Mann. Steh auf, Junge. Shepard, ich hab gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey, was machen Sie denn hier? Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wissen Sie, ob der Rat noch lebt? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf, sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherr Valern. Er soll sich hier mit dem Executor treffen. Achtung, Verrat von innen sehr wahrscheinlich. Sonst nicht viel. Aber wenn er da drin ist... Aber warum jetzt? Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden.
Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Das Ratsmitglied weiß bestimmt mehr, auch wenn uns das wenig hilft. Okay, wollen wir eine Rettung starten, Freunde? Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Das Büro des Executors lässt sich verteidigen. Vielleicht hat er sich bei dem Gefecht dort versteckt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug, los. Okay, Bailey. Vielleicht kann er uns ja retten hier, beziehungsweise helfen. Haben Sie das alles gehört? Ja, ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir schwer. Ja, was denn? Verbindung ist abgebrochen. Scheiße, Mann. Boah. Okay. Ich habe jetzt mal auf Frost umgeändert hier. Schnauze. Okay, wir haben uns das technische Ding hier einverleibt. Muss ich mal ein bisschen konzentrieren. Wow, 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 wow. So, das hätten wir hier. Truppen in der Lobby. Sie hat sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Genau wie auf Sie sind Mars. Überall auf Service. Der Station. Schläferagenten. Schläferagenten, ja, ja, klar. Cerberus hat natürlich überall seine Hand mit im Spiel. Das wundert mich jetzt hier gerade überhaupt nicht. Komm schon. Scheiße. Konzentration, wir brauchen Konzentration. Geschützt, okay. Das holen wir uns. Aber ich weiß nicht, ob das echt so ein gutes Gewehr ist, ey. Oder ob die Mensch jetzt besser war. Aber ich denke mal, wir werden jetzt sowieso mal auf die Black Widow sparen. Weil ich will die unbedingt haben, diese Spectre-Waffe. Wenn wir schon mal Spectre sind, dann muss man die auch mal irgendwie nicht einverleiben irgendwann. Ich denke mal nicht, dass man die irgendwo findet. Ich weiß es aber nicht. Was haben wir denn hier? Aufklärungskapuze, okay. Ja, da können wir später irgendwann immer noch mal durchchecken. Okay. Weiter. Ein Riegel vor. Waffenmod, okay. Brauchen wir doch jetzt gerade gar nicht, oder? Was haltet ihr so von der Waffe, ey? Macht auf jeden Fall einen coolen Eindruck. So, okay, wir haben Waffenschaden um 20% erhöht. Und Durchschlagsmod haben wir, ne? Oder wollen wir vielleicht nochmal irgendwie Präzision? Was haben wir hier? Erhöht den Schaden um 7%. Was war das? Achso, hier. Erhöht den Schaden um 7% und verbessert die Konzentration beim Zielen durch kurzzeitige Verlangsamung der Welt. Das ist natürlich auch geil, ne? Noch mehr Schaden und dann diesen Slow-Mo rein. Okay, das versuchen wir mal. Okay, Laufverlängerung. 4. Super. Noch mehr Schaden. Nice. Okay, Mist. Machen wir jetzt. Okay.
Oh, sorry, falscher Knopf. Was ist das denn hier? Die Revenant. Alter, schon wieder eine neue Waffe. Wir finden aber auch mal neue Waffen, ey, heutzutage. Alter Falter, was haben wir hier? Die Revenant. Krass. Okay, die hat nicht so viel Schaden, hat ein hohes Gewicht und aber hohe Kapazität, Feuergeschwindigkeit, okay. Seht mal, okay, Maddock hat weniger Schaden, weniger Kapazität. Präzision ist überhaupt nicht hoch bei der. Aber das testen wir doch mal direkt. Neue Waffen sind immer gut, nicht wahr? Okay, die Revenant haben wir jetzt hier in der Hand. Spind, noch ein paar Credits mitnehmen. Sie sind einfach von Raum zu Raum gegangen, nicht wahr? Ja, leider. Können leider nichts mehr für die Leichen tun. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten hier. Wir müssen unseren Weg gehen. Büro, wir müssen da rein, aber wie ist die Frage? Ja, warte mal, da war doch irgendwas, oder? Können wir hier nicht irgendwie ran? Boah, ist aber ein richtiges Sturmgewehr hier. Boah. Könnte gut sein. Ist da drin Überlebende? Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. Jetzt noch eine schöne Magnum und dann noch die Ultra-Sniper vor dem Herren. Das wäre echt ein Traum. Mann, in was für einer abgedrehten Ideologie erschießt man denn Cops? Du Scheiße. Diese Kranken das bei der Rekrutierung? Ein Angriff auf die Citadel könnte als politisches Ziel der Anhänger der Menschenvorherrschaft gedeutet werden. Und C-Sicherheit würde dann ganz schnell dämonisiert. Es tun dort sehr viele Turianer Dienst. Und der Rat ist nach der Eroberung der Erde durch die Reaper nicht aktiv geworden. Damit sind sie potenzielle Feinde der Menschen. Die sagen ihren Jungs, sie sollen die Citadel wegen der Erde abwracken? Was für eine abgefahrene Scheiße. Ja, super, echt geile Ideologie. Mr. Unbekannter. Persönliches Log. Heck warnen, dass er seine Berichte ordentlich ausfüllen soll, sonst trete ich seinen Arsch von einem Ende der Citadel zum anderen. Neue Terminierung des Treffens mit den Analysen vom Zoll wegen der Frachtgewichtsdiskrepanzen im letzten Jahr. Er darf sich nicht nochmal drücken, verdammt. Berichte, dass unerwartete Personen illegal auf die Station kommen, Biometriksystem neu kalibrieren lassen, schon wieder. Okay, Hirks Arsch treten, das klingt doch gut. Hier drüber hier, zack. Ein paar Credits. Boah. Sag ja, alle drei Schuss und der ist halt auch down. Muss man nochmal eruieren hier, was besser ist. Auf jeden Fall will ich jetzt mal hier das Sturmgewehr testen. Ich sehe Schäden. Möglicherweise kommen wir zu spät. Scheiße. Oh oh. Was war das denn? Was war das denn? Boah, Alter. Was ist hier denn los, ey? Frost rein. Ja, dann wollen wir mal testen hier, was die neue Waffe zu bieten hat. Präzision wie sonst was. Ja. Weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht. Wenn die Präzision so flöten geht, das ist natürlich so eine Sache. Genau, Präzisionsgewehr brauchen wir immer Upgrades. Da kann man nicht genug von haben. Den Executor und zwei salarianische Leibwächter hat's wohl erwischt. Also gut, weitersuchen. Wenn Sie die Leiche des Rats ja nicht finden, schreiben Sie ihn nicht gleich ab. Was jetzt? Hab ihn gefunden. Anscheinend unverletzt. Bring Sie ihn in Sicherheit. Oh oh. Wer ist das? Scheiße.